Okay, Leute, was geht ab? Heute passiert was ganz Besonderes, und zwar moderiert der CJ den Podcast an. Hey! Was? Ja, was geht ab? Wir sind hier auf dem Weg nach Darmstadt in die Haarfabrik, und die zwei Jungs werden jetzt gleich im Helikopter fliegen und ich fahre mit der Limo, weil ich habe Flugangst. Hallo, liebe Freunde, wir sind hier im Radiosender in Darmstadt. Wir sitzen hier schon an dem Mikrofon und wir werden gleich ein paar Interviewfragen geben. Ansonsten, wie ihr an meinem Outfit gemerkt habt, sehe ich sehr gut aus. Und der Chris hat zu mir gesagt, dass meine Haare heute scheiße sind. Deshalb werde ich nachher in der Haarfabrik mal anchecken, ob die mir vielleicht noch die Haare schneiden. Ein paar Extensions oben reinknallen. In Gelb. Du musst jetzt was sagen. Dann. Wie sieht es in diesem Jahr mit einer Tour aus? Das sieht ganz gut aus. Jetzt im Oktober gehen wir auf Club-Tour. Und zwar fängt es an am 26. September. Genau. Und Shop-Gigs. Shop-Gigs machen wir auch ohne Ende. Und zwar immer in der Stadt, da wo wir sind. Und auch in Frankfurt geben wir im Media, genau, in Darmstadt auch, bei euch natürlich, geben wir Konzerte im Mediamarkt, im Karstadt und da wo ihr uns sehen könnt. Läuft. Okay, Leute. Ich bin eben gerade in die Lobby unten reingekommen, da haben sie alle gestanden, der Ross, die Lulu und das ist mein Koffer gewesen, mit dem ich reingekommen bin. Und der Chris, das Wiesel, das uns begleitet, der meinte, dass es irgendwie scheiße ist. Und ich habe ihm gesagt, hey, hör mal zu, ich habe halt keinen Koffer. Ja? Ich bin gerne zu Hause, da fühle ich mich wohl und deshalb brauche ich keine Koffer. Wenn ihr zu Hause einen Koffer habt, schickt ihn rüber, ich nehme ihn gerne. Fußreifen. So, wenn ich jetzt endlich mal zu Wort kommen darf. Und zwar habe ich gestern TAF eine Reportage gesehen. Da war der Jan von Rapsoul. Mhm. Einige von euch werden ihn kennen. Da war eine Berichterstattung über die neuesten Trends. Und da wurde gesagt, dass jetzt durch Jan von Rapsoul das der neueste Trend ist, keine Taschen mehr zu benutzen. Oder Reisetaschen oder Koffer oder ähnliches. Sondern der neueste Schrei sind einfach Tüten. Was hat deine Reisetasche gekostet, Jan? 6 Cent? Seht ihr? Das ist ökonomisch gedacht. 6 Cent für eine Reisetasche und alles ist geil. Wir sind sehr traurig. Wir wären nämlich sonst vorhin mit einem Helikopter geflogen. Und dem Veranstalter wurde gestern Abend kurzfristig die Landeerlaubnis entzogen. Der Helikopter sollte nämlich direkt vor dem Laden landen, in dem wir nachher feiern werden. Und das fällt leider aus. Wir haben uns so drauf gefreut, wir hätten gerne einen Podcast gemacht, euch Darmstadt und auch Frankfurt aus der Luft gezeigt. Das fällt leider jetzt flach. Jan? P wie Pool. Unser Poolbereich mit Sauna, Dampfbad und Solarium befindet sich auf der 8. Etage. Wie gehe ich hin? Jetzt! Ich gehe auch mit, ich habe keine Wahllose, aber es ist nicht so schlimm. Prost. Ich gehe auch mit, ich habe keine Wahllose, aber es ist nicht so schlimm, denn wir sind erprübte Unterhosenschwimmer. Erprübte? Erprobte. Ich habe einen krassen Sprachfehler die letzten 6 Tage. Woran liegt das wohl? Weiß ich nicht. Yeah! Was geht ab? Wir sind hier jetzt direkt live und direkt im Nachtwandler Rapsoul Studio. Ja, und jetzt sind wir hier im Studio und machen die B-Seite fertig für die im Oktober erscheinende Single. Jetzt stelle ich euch mal den Michi vor. Das ist einer, der mit uns im Studio zusammenarbeitet. Michi, du hast jetzt die Möglichkeit, das allererste Mal, obwohl es ist ja dann schon das zweite Mal, auf unseren Podcast zu kommen. Ey, Rapsoul-Fans, was geht ab? Sag ich. Reicht. Mehr darf man ja noch nicht verraten, weil der Podcast kommt ja früher als die Single. Hier haben wir unseren neuen Gitarristen. Den haben wir extra ins Studio geholt. Okay, auf jeden Fall ist das ist Jimmy Hay, der Gitarrist für diesen Song. Er wird jetzt gleich noch eine Gitarre einspielen, live im Studio. Hello Jimmy, say what's up. What's up Germany, nice to be here again. And I brought a song for you. This is your own guitar? I wrote a song for you, sorry. Huh? This is your own guitar? This is my own guitar. Yeah. Listen to how I play the guitar. Let's go. Stop, Mama. Ziemlich gut.
got the money? He got the money. Ich geh jetzt lieber. Ja, besser ist es. So. Das, was alle schon immer mal sehen wollten. Auch hier muss man diese Kapuze, tragen. Hallo. Hallo. So, jetzt sind wir im Büro. Chris, wir brauchen ein bisschen Fame, deswegen filmen wir ihn auch mal. Wie ihr seht, Chris, aka er arbeitet nichts. Aus. Er arbeitet nichts, wie immer. So, das ist das Büro. Ganz kurz, was ich ganz kurz sagen wollte. Kein Wunder, ja, dass manches nicht so richtig läuft. Ja, wenn während der Arbeit, machst du es kurz lauter, so Musik gehört wird. Kein Wunder. Sieht dann nämlich, genau so sieht es dann hier aus und deswegen passiert einfach nichts. Kein Wunder, dass wir nie Top 10 gehen. Weil einfach hier die meisten CDs liegen. Hier fängt's an. Hey. Warte, wir sind gleich bei dir, Chris. Nee. Komm, wir machen ein bisschen Werbung. Halt mal drauf. Okay. Also, nee, Moment. Ich zeig okay. Also, das ist zum Beispiel eine CD, die ich euch ans Herz legen kann. Das ist die Ballermann Hits 2009. Ja. Da sind zum Beispiel Kracher drauf, wie Tanzen die Nacht von Raps oder was. Karneval Hits für Kids, da haben der CJ und ich einen Song drauf gemacht. Der Song heißt Familienurlaub, nee, das Album heißt Familienurlaub zum Mitsingen, das ist das Album von mir und von CJ. Unser Song heißt Karneval Hits für Kids, es gibt die Karaoke-Version und das Video WMV-Format für euch zu Hause zum selber Mitsingen. Also wer uns beide sehen möchte, holt sich dieses Album. Wenn ich bei der Arbeit bin und fleißig bin, passiert sowas. Seht ihr das? Der Typ kniet da mit der Kapuze. Ja, mit einer Kapuze und der andere mit Plakat in der Hand. Wenn ich arbeite und ihr stört, genau. So, machen wir noch ein bisschen Schleichwerbung. Das ist die Marke Sabre oder wie auch immer. Das heißt, es ist eine Sonnenbrillenmarke. Von der haben wir 3 Sonnenbrillen geschenkt bekommen. Wir haben jetzt hier mit Werbung für euch gemacht. Wäre schön, wenn da noch so 20 bis 30 Sonnenbrillen rüberwachsen. So, was können wir noch werbemäßig einbauen? Ja, das ist. Wir arbeiten hier alle mit Apple. Ja, da hier sogar unser Auszubildender hat hier einen wunderschönen Mac. Da wäre es auch nochmal schön, wenn an der Stelle so 7 bis 8 Rechner rüberwachsen. Schön lang an Apple. Nike muss auch drin sein, da kriegst du noch ein paar neue Schuhe. Ich will auch mal ganz kurz Danke sagen. Ach so, genau. Wir wollen ja, danke an unsere BlackBerry-Handys. Vielen, vielen Dank. Ja. Danke an BlackBerry. Ja. Und keine Angst. Wir werden sie nicht verkaufen. Keine Angst. Ja. Ihr seht schon, was ich meine. Das ist übrigens Chris' offizielle Arbeitsbekleidung. Gehen wir da raus, oder? Chris, mach's gut. Jetzt gehen sie aggressiv an. Hallo? Entschuldigen Sie, die Kripo. Machen Sie wieder auf. Hallo? Die haben Angst. Machen Sie bitte auf. Nein, schon. Bitte? Hast du getan? Machen Sie bitte sofort die Tür auf. Down the kids and pass the Tür. Die Tür auf, bitte. Danke. Ja. Das ist sehr gefährlich. Wir haben da oben eine Kamera. Das ist sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Okay. Wir wurden schon öfters hier im Studio überfallen auch. So, und noch einmal bitte die Adlibs vom Anfang. Noch einmal. Und jetzt. I am all over. Das Beste seit dem ersten Tag, Doch der geht dir auf, sag, merkst du selbst nicht, mehr. Bist du selten zu Hause, und ich setze mich schon lange, nicht mehr. Allein spielt Liebe Schach, und ob sie für uns beide,
Seite. Ich frag dich, wie viel Liebe ich hab. Komm, du sie nicht mehr teil. Sag mich. Was sagst du immer, bevor du gehst? Tschüss. Nee. Ich? Ich? Mach? Mach. Dann mal los. Ich mach dann mal los. Ciao.